Grüß euch liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Alpine Momente. Ich stehe da gerade auf voll dem coolen Grat. Die Bianca ist da vorne, vor ihr ist das Sinvelec, Sonvelec, 3260 Meter. Das überschreiten wir jetzt über den Ostgrat und dann geht es über den Ostgrat auf den Fuscher Chorkopf, den überschreiten wir danach. Und ja, da pfeift es ziemlich weit oben Richtung Verleitner. Und da pfeift es genauso weit oben Richtung Glocknerstraße. Das ist gleichzeitig 3000er Nummer 4 und 5 von 20 versprochenen. Viel Spaß, kommt mit bei der Tour. Wir sind eben da jetzt bei der letzten markanten Kehre von der Glocknerstraße vor der Franz-Josefs-Höhe weggegangen. Haben wir da ganz vorn vor dem See geparkt und jetzt geht das ganze Tal zurück. Da ist Schluss und ihr seht da rauf schon Steigspuren. Da gehen wir jetzt einmal rauf, links vor dem wunderschönen Wasserfall. Da sieht man jetzt gut unseren Startpunkt hinten zurück und dann da rauf. Geniale Edelweißwiesen da. Wir gehen jetzt gerade vier. Da drüben hinter mir der Freiwandgrat. Sind auch ein paar 3000 da oben. Schreibt es mir rein, ob ihr es sehen wollt. Dreiergelände sehr brüchig. Da vorne ist die Racherin, ebenso ein 3000er werde ich heuer für euch auch dokumentieren. Dauert aber noch ein bisschen bis es soweit ist. Da vorne ist jetzt unser erstes Ziel, Sinvelec. Über den Grat rapidi zapidi zuck 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 geht's auf. Aufstieg zur Pfandlschorten. So, da oben geht es jetzt auf den Kapuziner und vor der Bianca ist die obere Pfandlschorten und von der geht es dann auf den Grat um, der direkt auf Sinvelec aufführt. Einige sagen auch Sunvelec dazu, Sonne. So, in der oberen Pfandlschorten und jetzt geht der Grat los. Rückblick von da ganz unten, wo der See ist, kommen wir her. Mystisch. Ja, sehr mystisch. Mit Blick auf den Freiwandgrat und dahinter der Großglockner. Unser Heimat. Schön ist. Da drüben der Spielmann. Ja, in der Pfandlschorten geht es jetzt weiter direkt auf den Grat um. Es gibt da ganz leichte Steigspuren. Gewaltig!
ziemlich windig ist, eine in die Regen- und Windjacken und Handschuhe auch angezogen. Cooler Grat. Nicht schwer, aber spektakulär. Wichtig ist immer direkt am Grat oben bleiben. Der Seiten stürzt so und wird brüchig. Jetzt kommt so ein bisschen ein ausgesetztes Stell. Da habe ich Angst gehabt, dass da Schnee drauf liegt. Weil wenn da ein Wächten ist, das ist scheiße, weil wenn du schaust, da pfeift es voll runter und da bricht es auch voll runter. Hauptsache Pulver. Ja. Jetzt schauen wir uns gleich an. Das ist unser Gipfel. Dann gehen wir in den zweiten runter und dann auf den zweiten rauf. Voll geil, oder? Was sagt er da, Franz? Ja, gewaltig. Festes Füllen Pulver haben wir. Und wo ist Sturmpulver? Sturmpulver überall in der Flanke. Mit den Sturmschienen weißt du, halb besonders selber. Ah, gewaltig. Wenn man sieht, sieht man nichts. Kompaktes Bruchpulver.
eh landschaftlich echt schön. Schaut, dass der Ausblick ein bisschen bescheiden ist, aber man kann sich das vorstellen. Allein der Grat macht voll viel Spaß. Aber die Wolkenstimmung ist eh auch geil, weil das jetzt ober dir dahin zieht. Bombastisch. Letzten Meter am Gipfel. 3260 Meter. Gewaltig! Die Aussicht bescheiden, bergheil trotzdem. Bergheil. Aber man kann sich vorstellen, wie schön das da unten ist. Genau. Ja, das ist die Gipfelstatue vom Sinvelec, 3261 Meter. Auf jeden Fall für uns geht es jetzt an den Grat weiter. Die Sicht bescheiden, die Laune gut. In die Scharte, und die Scharte heißt der Rinner. Von da geht es dann über den Ostgrat auf den Fuscher Korkopf rauf. So, wir sind jetzt in der Rinnerscharte und von da haben wir die Steigeisen angelegt. Und jetzt geht es im Bianco gerade rauf. Bianco! Von der Scharte unten auf alles relativ einfaches Skigelände. An und für sich genau gleich wie auf Sinvelec auf, gell? Nicht schwieriger, nicht steiler. Hochpulver vom Feinsten. Da unten ist das Freiwandkies. Und da drüben der Freiwandgrat. Nehmen wir weit, dann sind wir am Gipfel. Da vorne kommt noch mal ein richtiges Pulver. Pulver bis zur Nase. Mindestens. Ich kann schon riechen. So, jetzt kommt die Klotmuggel Lisa raus. Bei mir auf den Gipfel aufgegangen. Das ist Wasch hoch Pulver. Junge. Durchgehend Schnee für 50 Höhenmeter Steigeisen anzählen. Wenn wir weit weg fahren, dann wird es jetzt da nicht gerade. Yippie, Speicherbank. Gewaltig, oder? Das ist so gewaltig. Thank you.
Bianco! Da pfeift es runter. Gescheiter, wenn du oben gehst, Bianca. Her. Da vorn kehren wir hin. Ich hab da so komische Spuren im Schnee. Das schaut aus wie ein Bärentotzl. Her. Danke, schaut gerade aus, Ostgard. Und heute habt ihr mal ein bisschen Aussicht. Ich sag's ja, der Großglockner, den siehst du bei der Tour auf dem Fuscher Korkopf einfach immer ganz gewaltig genial. Schaut euch das an. Bergheil. Ich hoffe, die Zeitraffer haben euch gefallen. In dem Sinn, Bergheil jetzt noch einmal vom Fuscher Korkopf. Das Wetter war leider wieder mal nicht hundertprozentig, aber ich glaube, ihr könnt euch was vorstellen. Abstieg Normalweg, jetzt nur ein paar kurze Aufnahmen, weil ich es im anderen Video eh schon hergezeigt habe und Resümee zu der Tour gibt es dann unten im Tal. Thank you.
Ja, während wir da jetzt gerade auf der Glocknerstraße gehen, mache ich schnell das Resümee, weil dann kriegt es mit, falls mir einer zusammenführt. Nein, wird nichts mehr passieren, es ist genug gespart. War voll die coole Runde, insgesamt 1250 Höhenmeter und 11,5 Kilometer hat die Tour. An und für sich, wenn es schneefrei ist, überhaupt nicht schwer. Das einzige Thema ist halt die Wegfindung, aber da könnt ihr euch jetzt mit dem Video was vorstellen. Wichtig ist, dass ihr immer am Grat bleibt. Aktuell dauert es sicher noch einige Wochen, bis dass der Gipfelgrat auf dem Fuscherkorkopf der Ostgrat schneefrei ist. Bis dahin, ja, jetzt sind Spuren drinnen. Ohne Spuren, gell, war das freier so zach. Jo. Ja. Aber jetzt sind die Spuren drin. Ja, Abstieg Normalweg, muss ich nicht viel dazu sagen. Wenn das interessiert, unten habe ich ein Video verlinkt, wo ich das Ganze eh gut aufgenommen habe. Danke, wie hat's dir Tag? Gewaltig. Na, schön war's. Das ist cool. Und oben der Grat zum Gipfel hat auch noch Spaß gemacht, war ein bisschen actionreich. Ja, war cool. Genau, also mir hat es auch voll Tag, wenn es euch Tag hat, bewertet das Video, Daumen rauf, Daumen runter. Kanal-Abo wird den Kanal voll unterstützen und außerdem kriegt ihr Erinnerung, wenn das nächste Video online geht. Bei Fragen einfach Kommentarfeld benutzen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Berg heil, bleibt's geil. Die zweite hätte auch gereicht. Da war mein Polo.